Moin Leute, Trimax hier und willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe absolut keine Ahnung, was das gerade sollte. Ich bin nicht Trimax und ich bin auch wirklich froh darüber. Allerdings, meine Freunde, wird sich meine gute Laune wahrscheinlich jetzt schlagartig ändern. Genau. Denn ihr wisst ja, dass ich gemeinsam mit Evive das Format Wenn ich du wäre habe. Jetzt haben wir bei Wenn ich du wäre leider Gottes diesmal echt einen Bock geschossen und Evive musste einen Diss-Track gegen Standardskill produzieren. Akane ist auch schon richtig heiß gespannt, er steht auch schon die ganze Zeit hier unten und wartet quasi darauf, bis wir endlich sehen können, was Evive gemacht hat. Jetzt ist es gerade 13.08 Uhr, meine Freunde, und ich habe dieses unglaublich poetische und cineastische Meisterwerk bereits vorher erhalten. Lukas hat sich tatsächlich im Studio zusammengesetzt mit ein paar Dudes und jetzt irgendwie diesen Diss-Track wirklich produziert. Ich find's geil, weil es ist halt eine Wenn ich du wäre Aufgabe. Und wenn ich Dubre gestern nicht hochgeladen hätte, meine Freunde, dann wäre das Ding komplett aus dem Nichts gekommen. Aber ich glaube, sehr viele Leute haben das nicht mitbekommen. By the way, hat die Wenn ich Dubre Folge extrem wenig Aufrufe. Also der Link davon ist in der Videobeschreibung. Guckt es euch auf jeden Fall an. What the fuck? Damit ihr überhaupt versteht, warum dieser Diss-Track jetzt entstanden ist. Ich habe Lukas im Video eigentlich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Lukas, der Diss-Track muss so unglaublich schlecht werden. Akane, tut mir leid, aber ich glaube, ich nehme dich nochmal ganz was runter hier, Bro. Ich hoffe, das stört dich nicht, Alter. Ich habe gesagt, Lukas, dieser Diss-Track, den du jetzt produzierst, der muss nicht nur unglaublich schlecht sein, sondern es muss trotzdem so wirken, als hättest du dein Bestes gegeben und als würdest du es irgendwie in irgendeiner Art und Weise ernst meinen. Und ja, warum Standardskill, meine Freunde? Klar, Dezember, vor den Klicks. Geil! Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was Lukas da fabriziert hat und schnacken gar nicht lange drum rum. Es kann nur absolut Kotze werden. Let's go. Ja. Scheiße, Alter. Scheiße, Junge. Allein das Outfit, da könnte ich jetzt schon brechen. Ja. Das eklige Lachen, man kennt ihn. Auf dem Spielplatz darf übrigens Yo Olli nicht, darf überhaupt noch spielen, ich halt's Maul. Besser ist es. Ja. Ja. Fick dein YouTube, weil du nur mit Kindern spielst. Standardskill macht Minus bei den V-Bug-Deals. Junge, Alter. Er macht hier einen auf Haftbefehl sein Vater. Akane, ich muss mir gerade große Kunst anschauen. Ich weiß, dass du das sehen möchtest, aber guck mal, Bro. Da, du kannst mitschauen, okay? Die Klasse Lambo, denkst du wärst Rambo? YouTube viele Abos, aber dafür Instagram tot. Zappel. Junge, Alter. Der straight up Real Talk, Bro. An der Stelle die Frage, Lukas, wer hat dir den Text geschrieben, weil das deutlich zu gut ist für alles, was aus deinem Kopf rauskommen könnte? Philipp, auf Fotos bist du echter Gangster. Doch in echt breit nur wegen einem zu engen Sweater. Peinlich, mit deinem Edelstahl und Plastikkette. Deine Mutter sagt von dir, du bist das allerletzte. Statt bei YouTube von anderen kopieren. Scharmutter. Du dein Geld. Scharmutter. In Bildung investieren. Deine Klicks, Hälfte reduzieren. Wie bei Netto. Hype vorbei, du wirst aussortiert. Junge, Alter, deine Klickshälfte reduziert wie bei Netto. Hype vorbei, du wirst aussortiert. Bis dato, klar, Rap-Technik und Stimmtechnik absolute Kotze. Das liegt aber einfach daran, dass es Lukas ist. Aber so textlich auf jeden Fall sehr, sehr stabil, kann man nicht anders sagen, Alter. Normalerweise müsste ich jetzt meine Glatzenmütze anziehen, damit ich hier den Turbo raushängen lassen kann. Beat geht mir richtig gut rein, Mische klingt echt sauber. Kann man auf jeden Fall machen. Da ist auf jeden Fall ordentlich Compression auf der Stimme drauf, aber sonst könnte man sich den Scheißhaufen, den Lukas da produziert hat, wahrscheinlich auch nicht geben. Ey, es ist wirklich peinlich, Alter. Es ist wirklich extrem peinlich, weil es wirkt halt wirklich so wie so ein... diese Asi-Kinder vom Dorf, die ganze Zeit versucht, diesen Rapper-Film zu schieben und irgendwie... ja, irgendwie wirkt Lukas genau sehr, sehr nach so einem Kind. Also es wirkt irgendwie so ein Assi-Kind vom Dorf, was nicht den Absprung von der Hauptschule geschafft hat und jetzt tatsächlich auf Spielplätzen rumhängt, Carpesonne trinkt, ein bisschen kifft und dazu böse, böse Punchlines rappt. Ja, Lukas, ich sehe dich sehr in der Rolle, ich sehe dich sehr. Ich glaube, das war tatsächlich eine Aufgabe, die dir dann letztendlich doch besser gefallen hat, als du eigentlich wolltest. Digga, wer ist Standardskill, Alter? Lebt der überhaupt noch? Digga, Standardskill, Digga, da auf jeden Fall an der Stelle nice, dass die ganzen YouTuber mitgemacht haben. Lukas hat mir auch irgendwann ein Memo geschickt, Alter. Und hat gesagt, jo, mach mal bitte eine Ansage gegen ihn. Und ich hab dann halt auch, ich glaube, meins müsste jetzt leicht auch klar kommen. Standardskill kann man dich wirklich nicht reinziehen, wa? Ja, Mann. Siehst du, du denkst, du hast Freunde. Ja. Aber das nur in deinen Träumen. Ja. Früher Klicks, andere Liga. Ja. Es ist so unangenehm, Alter, diesen leicht adipösen Jungen zu sehen, wie er von der G-Klasse mit so einer Gucci... Tasche flex und extra hier das Gucci noch raushängen lässt mit dieser Goldkette und sowas, Alter. Eine Gucci Cap, diese Fake Gucci Cap, die ich ihm gekauft habe. Junge, 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 Lukas, also das hast du echt schön unangenehm hinbekommen, Alter. Video auch schon richtig ranzig, Digga. Irgendwo auf einem Netto-Parkplatz, Alter. Bei einem Kartoffelfeld im Hintergrund. Sehr stark, Bro. Wirklich tolles Ding. Heute Niveau, Commander Krieger. Ja! Skybase, Mybase, wer bist du? Ja? Komm mal her. Tja, das war jetzt gerade flowtechnisch absoluter Übercringe, Junge. Das, Nice. Sehr, sehr unangenehm. Mit 25 Videos auf Schulhof drehen. Doch mit 15
Standard Skill mit 15 die Schule abgebrochen? Falls ja, Shoutout an der Stelle, Philipp, du hast es geschafft. Standard Skill, der ist so übel irrelevant geworden, seitdem Fortnite halb weg ist. True. Na, warum chillt der nur so oft mit Yuri und San Diego? Bruder, der will nur Fame von denen, mehr nicht. Der Energy, Alter. Du wärst gerne Bikini Bottom Mafia, aber bist in Wahrheit nur ein Spastiker. SpongeBob, ich bin ein riesengroßer Fan. Können wir ein Foto machen mit meiner Handycam? Ja, Philipp, aber nur wenn du die neuen Songs auch promotest. Oh oh, Beef got fucking real. Ansonsten wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Du Hurensohn! Naja, dann geh ich weiter Fortnite spielen. Alter. Scheiße, Lukas, Alter. Digga, normalerweise gebe ich mir ja immer so einen Track zweimal in einer Reaction. Werde ich heute nicht schaffen, Alter. Das werde ich heute nicht schaffen. Das ist ja so unglaublich unangenehm, Junge. Das ist ja wirklich der peinlichste Song des Jahres 2019, Alter. Der peinlichste YouTube-Song, ich kann es so sagen. Der peinlichste YouTube-Song des Jahres 2019, Alter. Also musikalisch, wie gesagt, beatmäßig, ganz normal, wirklich echt ein sehr, sehr solider Beat, Alter. So ein 0-15-Ding, nichts außergewöhnlich krasses jetzt. Aufnahme und Mischung, wie gesagt, alles tight so. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die musikalische Struktur eingehen, aber... Bro, Junge, das hättest du dir echt sparen können, diese Szene hier. Das ist wirklich Next Level Cringe. Oh, Philipp, deine Ehre wird genommen. Locker easy, 2 Minuten Song. Wenn ich du wär... Diese Adlibs. Oh, Junge, 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 Junge. Es ist nicht komplett scheiße, aber ich meine, schaut euch diese scheiß Face an, Alter. Akani, ich muss mir diesen Müll hier reinziehen. Es tut mir auch weh. Ich kann verstehen, dass du hier haust. Es tut mir im Herzen auch weh. Geh mal weiter. Revi und dich, unerreichbar. Das, meine Freunde, ist richtig. Also zumindest ich jetzt als Mensch. Vive. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Unerreichbar. Alter. Alter Lukas, Junge. Digga, du siehst aus wie so ein LKW-Fahrer, Junge, der alle 2 Minuten am Rastplatz rausfährt und irgendeine Auto wegflaggt. So siehst du aus, Junge. Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Da wird Greta von Thunberg auf jeden Fall sauer wegen der Gegenkasse. So, Jungs, Drehschluss. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einen Stubbi trinken und ich lade euch auf den Sauerfahrten ein. Na komm, wir gehen. Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Akani? Meinung zu diesem Scheißhaufen? So eine Rotze habe ich noch nie gesehen. Ah ja, da will er los. Ja, Leute, was soll ich sagen, Alter? Lukas, extrem peinlich. Ich würde meine YouTube-Karriere nach dem Ding hier definitiv beenden. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich dann tatsächlich ein bisschen Respekt zollen muss, weil du es geschafft hast, innerhalb von, ich glaube nicht mal 2 Tagen, das mit Video, was halbwegs solide war auf jeden Fall, auf die Beine zu stellen, Bro. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, alles in allem würde ich jetzt gerne dieses Video hier beenden, damit ich es maximal nicht auf 10 Minuten strecke. Akani, Bro. Muss ich wieder runternehmen. Ich bin damit raus. Und das war, meine Freunde, der peinlichste Song des Jahres 2019. Grüße gehen raus. Danke für die Mio-Klicks auf dieses Reaction. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.